Howdy Cowboys und willkommen zu unserem allerersten Buch-Review hier auf dem... mit den Kaubinen? Achso, liebe Cowboys und Cowgirls. So, mein Fehler. Willkommen zu unserem ersten Buchvideo hier auf Tablepod TV und heute geht's um... Dead Man's End. Genau, das Spiel im wilden, wilden Westen. Und da wir jetzt die Katze aus dem Sack gelassen haben, kann ich mich erstmal dieses dämlichen Hutes entledigen. Da fliegt der Hut. So, wie gesagt, Dead Man's End, Wild West Setting von Great Escape Games, in Deutschland vertrieben, übersetzt und so weiter von Stronghold Terrain, die auch den deutschen Vertrieb für Saga machen. Richtig. Erstmal, was kommt mit dem Regelbuch, wenn ihr euch das Regelbuch kauft? Das Regelbuch. Es kommt das Regelbuch. Außerdem kommt ein schicker Referenzbogen auf Karton, auf dem wirklich viel draufsteht und der meiner Ansicht nach einer der komplettesten Referenzbögen ist, die ich bisher so gesehen habe. Also stehen wirklich alle wichtigen Sachen drauf und obwohl so viel draufsteht, ist er immer noch sehr übersichtlich. Das finde ich sehr schön. Und nur eine Seite. Und nur eine Seite, genau. Eine Seite aus Pappe. Will ich nochmal einlaminieren. Wer weiß, ob da vielleicht mal was drüber fließt. Und außerdem kommt ein Bogen mit den Spielmarken für die Legenden von Dead Man's End. Da sind drauf die Marken fürs Laufen, für das Nachladen, Loot, Beschussmarken, wenn man beschossen wird. Und hier unten sind quasi nochmal kurze Marker für die Initiative-Karten, damit man die Karten nicht aufs Spielfeld legen muss. Und da sind wir schon beim nächsten Teil, den man fürs Spielen von Dead Man's Hand haben muss. Und zwar die Spielkarten im handlichen Mini-Format. Kriegt man hier so einen dicken Batzen Karten. Die sehen erstmal so ähnlich aus wie Pokerkarten. So. Wir haben Könige, Damen, Buben, Asse. Und die Zahlen von 2 bis 9. Und 10, die Zahlen von 2 bis 10. 2 bis 10. Cool. Außerdem auch ganz normal Pik, Kreuz, Karo und Dame und noch einige Sonderkarten für spezielle Charaktere. Was die Karten noch können, lieber Julian, der Julian hat nämlich überhaupt keine Ahnung von Dead Man's End, ist. Auf den Karten sind nochmal Kartentexte aufgedruckt, die Aktionen oder spezielle Dinge im Spiel nochmal aktivieren können, tun können, machen können. Naja. Man bekommt einige Karten davon als Handkarten und kann diese quasi als zusätzliche Aktion nochmal spielen. Wird das Spiel denn nur mit Karten gespielt? Das Spiel wird... Eine sehr gute Frage, Julian. Das Spiel wird nämlich nicht nur mit Karten gespielt. Oh. Das Spiel braucht auch noch Würfel. Aber nur 2 Würfel. Nein. Ja. Oh. Wir brauchen einen W20 in schönem Silber-Silber. Und einen W10 repräsentiert durch einen W8 in schön, schön Gold. Ja. Ich habe den gekauft, der sieht halt aus wie so ein Goldnagel. Und ich habe gesagt, das passt mega geil für so ein Western-Spiel. Alte Elster. Und dann habe ich irgendwie zu spät bemerkt, dass es ein W8 ist und kein W10. Ich bin halt... Kann man den wenigstens für Rundenzähler nehmen oder so? Ja, kannst du. Kannst du auch sein lassen. Ja, ja sein. Sieht aber gut aus. Schön. Naja, wir brauchen auf jeden Fall ein W20, ein W10, Gelände und Püppchen. In diesem Fall sind das Püppchen vom Black Scorpion. Es gibt auch von Stronghold Terrain hier noch verpackt ein paar spezielle Charaktere für Dead Man's Hand. In diesem Fall, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die genau genannt werden. Spencer und Terrence Hill. Naja, aber die heißen ja nicht so. Ja, ja. Soll ich Buddy und Polly. Ja. Und der Bruder von Buddy, so in der Art. Sehr geil modelliert, also wer Bud Spencer und Terrence Hill Fan ist, kann sich die Dinger auf jeden Fall auch mal so zulegen, selbst wenn er kein Dead Man's Hand spielt.
Ja, wir? Nobody und Buddy. Nobody und Achso. Buddy. Ja. Genau. Von dem Film. Und einen kurzen Einblick ins Buch und einen kurzen Überblick über die Regeln geben wir euch jetzt gleich. Barkeeper, 2 Whisky. Cheers. Köstlich. Schön. Also, Dead Man's Hand. Kommen wir zu diesem Buch. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass die Initiative bei Dead Man's Hand mit den Karten bestimmt wird. Jetzt erstmal nur auf die eigentliche Initiative-Regelung ein. Es gibt im deutschen Regelwerk einige alternative Regeln, die auch eine alternative Initiative-Zuteilung zulassen. Warum? Ja, weil sie sich gedacht haben, das passt gut zu dem Spiel. Achso, okay. Wir ziehen also, wir bekommen jeder ein Blatt oder ein halbes Blatt, was genau das ist, könnt ihr im Regelbuch nachlesen, und ziehen von diesem Kartenstapel, den wir zugeteilt bekommen, zufällig eine Karte. Wir können das mal kurz symbolisieren, und zwar demonstrieren. Und zwar bin ich hier, Wade Earp, wer bist du? Chuck Norris. So, ja, jeder von uns zieht jetzt eine Karte. Du ziehst eine Karte. Ich ziehe. Und ich ziehe eine Karte und legen sie verdeckt neben unser Männchen. Ja. Decken das Ganze auf. In dem Fall hätte Chuck Norris ein Ass. Natürlich. White Orb hätte eine 7. Ja. Und das heißt, Chuck Norris wäre eher dran. Wenn wir jetzt eine komplette Mannschaft da stehen haben, geht das dann einfach mit der Reihenfolge von Ass bis 2 in der Reihenfolge, wird die Initiative abgespielt. Okay, das heißt, man bekommt die Karten in die Hand gedrückt und verteilt die dann auf alle Charaktere. Zufällig verteilt, ne? Und dann hat man dann... Und dann werden alle aufgedeckt und dann wird Reihe rum. Okay, und was ist bei gleichen Karten? Da bekommt am Anfang des Spiels bekommt einer einen Initiative-Marker. Ja, alles klar. Ne? Und wenn gleich ist, also beide haben einen Buben zum Beispiel, ist der mit der die Ini hat, darf dann den Mini als erstes spielen oder den Gegner als erstes spielen lassen. Man hat sogar die Wahl. Genau. Okay. Das Kampfsystem funktioniert mit einem W20. Und zwar ist in diesem Fall Hochwürfeln gut. Wir haben also verschiedene, alles bis zur 10 macht erstmal nichts. Okay, erster Ruhe wird es interessant. Und erster Ruhe wird es interessant. Wir haben Verletzungen, schlimme Verletzungen bis hin zum direkten Tod. Ja? Und dafür brauchen und für diese schlimmen Verletzungen brauchen wir den W10. Mhm. Repräsentiert durch einen W8. Symbolisiert. Und dafür müssen wir Mut-Tests würfeln. Wenn wir also einen besonders schlimmen Schuss abbekommen haben, würfeln wir einen Muttest auf unserem Mutwert und entscheiden, ob wir gegebenenfalls noch eine weitere Beschussmarke bekommen. Jede Mini hat eine bestimmte maximale Anzahl an Beschussmarken. Ist diese überschritten oder haben wir die entsprechende Anzahl an Beschussmarken, scheidet die Mini aus dem Spiel aus. Okay. Haben die denn sonst noch irgendwelche Einfluss auf die Miniatur an sich dann oder sind die einfach nur dafür da, zu gucken, wie viel wir noch ertragen können. Genau, also das ist immer da. Je schlimmer der Schuss, desto mutiger muss der Typ sein, um nicht noch mehr zu leiden. Ja. Und da heißt auch wieder drüber würfeln. Super. Genau. Schön. Drüber würfeln ist gut. Es gibt noch verschiedene Modifikatoren für Schießen, Zielen. Stimmt, Deckung bewegt. Deckung bewegen, genau. Auch hat der Gegner sich bewegt, weil ein laufendes Ziel ist schwieriger zu treffen als ein nicht sich bewegendes Ziel.
alles Modifikatoren, die beim Schießen mit einfließen. Des Weiteren gibt es verschiedene Waffen, Revolver, Pistolen, Messer. Pistolen und Revolver. Ich meinte Messer. Nee, es gibt Revolver, Gewehre, Winchester, Karabiner, Schrotflinten. Ach nicht so, und das ist zu viel, ja. Fabian. Doppelläufige Schrotflinten. Doppelläufige. Gibt's auch abgesichtet? Ist die Doppelläufige bestimmt. Die ist bestimmt abgesichtet. Die ist bestimmt abgesichtet. Ja. Du kannst jetzt mal das Buch aufschlagen und kannst uns mal sagen, was für Fraktionen? Welche Fraktionen im Grundregelwerk enthalten sind. Was haben wir denn Schönes hier? Guck mal her. Die Buch ist sogar mit so einem schönen Bändchen versehen. Ein schönes Bändchen. Um da flott nachschlagen zu können. Wir zeigen gleich noch ein paar Eindrücke des Layouts. Ja, das ist übrigens sehr schön aufgemacht. Ich habe mir das jetzt gerade einmal schon angeguckt und die Bilder und Fotografien sind wirklich sehr, sehr gut. Genau. Das hat mir auch schon bei Sagen gefallen. Zeigen? Ja. Ja? Wir haben also. Und der Fahrer haben wir gerade auch da rückwärts einpacken wollen. Schöne Bilder. Genau so. Schöne Zeichnungen. Und einen sehr verständlichen. Und auch. Guten Text. Ich mach mal die Glasscherben weg. Ich guck betroffen ins Buch. Und dann schauen wir uns mal die Fraktion von der Dezent an. Das ist übrigens live. Voll Live-Publikum aufgenäußert hier, mehr oder weniger. So, nachdem das Malheur hier beseitigt ist, sagt der Julian jetzt mal, was es für Fraktionen im Grundregelwerk von der Benzin gibt. Ah, so, was haben wir denn hier für Banden in Deadman's End? Was ist denn da am Rumblungen? So, da haben wir als erstes hier einmal die Gesetzeshüter, würde ich mal sagen. Text werde ich jetzt nicht vorlesen, aber ich denke mal, die eiserne Faust des Gesetzes. Wie viele haben wir da eigentlich insgesamt? 1, 2, 3, 4, 6, 7, zu viele. Auf jeden Fall hat man eine Menge Auswahl. Man kann quasi aus dem Vollen schöpfen und ich denke mal, ist für jeden was dabei. Sagst du jetzt nur eine Fraktion? Nein, ich sag nur eine, das reicht mir jetzt bitte auch schön. Nein, Quatsch. So, dann haben wir ja als zweite Fraktion die Cowboys. Einfach die wilden, bärtigen, ungewaschenen Männer, die in Deadman's Hand rumlungern. Jetzt kommen wir zu den Gesetzlosen. Jetzt solltest du dich angesprochen fühlen. Das ist dann die dritte Fraktion in diesem Buch, die Gesetzlosen. Zusätzlich haben wir dann hier noch als Auswahl einmal die Desperados. Das ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen, so wie das aussieht. Indianer, Mexikaner. Bankräuber, ehemalige Kavallerie. Blinde? Der ist Postkutschenfahrer, der hat so eine Postkutschen. Ah, das sah von hier aus wie ich. Postkutschen. Ist alles gut. So, dann haben wir hier die Banditos. Die Mexikaner. Aber nicht die. Die in Clinch sind mit den anderen Bikern, sondern die Mexikaner. Dann haben wir natürlich die Indianer, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Dann amerikanische Ureinwohner. Stimmt. Wenn wir schon Cowboys und Cowgirls begrüßen. Okay. Mein Fehler. Dann haben wir die Pinkertons. Direkt Teil Pinkerton. Ah, genau. Dann haben wir hier noch zur Auswahl die US-Kavallerie. Die eine geile Sonderregel hat, dass sie zu bestimmten Zeiten des Spiels Pferde nutzen darf. Dürfen die anderen auch manchmal, aber die dürfen es ziemlich oft. Okay. Und wer möchte nicht mit dem Pferd mal in den Saloon reiten? So. Ich höre auch schon bei Trauenladen. Das ist zur Kavallerie. Dann haben wir hier auch noch als Fraktion die Töchter des Westens. Natürlich auch ansprechend. Möglicherweise. Und die Bürgerwehr. Genau. Ne? Alle, die die Schnauze voll haben vom Gesetz. Von den frechen Leuten, die da so rumlungern und dann einfach mal selber in die Hand nehmen. Genau, aber dann gibt es ja wohl auch noch zusätzlich Galgenvögel. Das heißt, das sind Anheuerbare, genau, Banditen, sind quasi Berühmtheiten und legendäre. Zum Beispiel Buddy und Nobody, die wir ja vorgestellt hatten. Genau, oder Wild Bill, ne, wie man das halt so kennt. Und alles Mögliche, alle möglichen bekannten Menschen aus den Western-Geschichten. Genau, insgesamt 9 Stück.
haben wir jetzt hier drin. Die Fraktionen setzen sich aus Punkten, aus Ruf zusammen. Man einigt sich auf eine bestimmte Anzahl an Ruf und danach wählt man seine Figuren aus. Es gibt immer quasi den Boss, dann so eine Art Spezialisten, dann gibt es den normalen Cowboy und dann gibt es immer noch das Greenhorn. Jede haben unterschiedliche Werte. Es gibt immer die Trefferwerte, wie viele Beschussmarken die aushalten, den Mut, haben wir ja gerade gesagt, wofür wir brauchen, einen Fernkampfwert, ob sie Boni auf den Fernkampf bekommen, Nahkampf und die Rufpunkte, um sie zusammenzustellen. Alles klar. Gibt es da irgendwelche Beschränkungen, abgesehen jetzt vom Anführer, wo ich davon ausgehe, dass man nur einen haben darf? Genau, da steht immer jeweils drin, wie viele man von jedem haben darf. Also den Boss darf man zum Beispiel immer nur einen haben. Hinter der Kamera machen sich voll drüber lustig. Das kann man ja rein. Raus. Geil. Vögel. Teert und federt sie, sage ich nur. Und dann mit dem Pferd vor die Tür geschliffen. Genau. Ja, ich würde sagen, ja. Das reicht erstmal so als groben Überblick. Wir geben jetzt nochmal werfen jetzt nochmal einen kleinen Blick ins Buch. Regeltechnisch oder auch Szenarien und so. Ja, ich würde sagen, wir können auch einmal erklären, wie die Szenarien aufgebaut sind. Und zwar gibt es ja eine Besonderheit. Da es ja im Wilden Westen spielt und das Ganze quasi auf den Western als Filmgenre beruht, teilen sich die Szenarien jeweils in drei Szenen auf, die immer mit gesteigertem Ruf gespielt werden. Die erste Szene ist meistens so die Vorgeschichte, mit häufig nur zwei oder drei Püppchen auf jeder Seite, wo dann zum Beispiel der eine Kollege festgenommen wird und in den Knast geworfen wird. Dann kommt die zweite Szene, wo sich das Ganze so ein bisschen entwickelt und ein paar mehr Leute nachkommen, die versuchen schon mal ihren Kollegen zu retten und versuchen in die Stadt reinzukommen. Und dann gibt es das Finale. Den Showdown quasi. Genau, den Showdown, wo dann beide in voller Mannschaftsstärke gegeneinander antreten. Alles klar. Und das Szenario zum Ende bringen. So. Sehr schön, fluffig, auch Postkutschen-Szenarien oder der eine wird in der Gefängniskutsche transportiert und du musst den da rausbringen. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob es einen Bankraub gibt. Irgendwie vom Galgen retten. Genau, gibt's auch, ja. Das, ist es denn? Genau, dass du deinen Kollegen vom Galgen retten musst. Wir spielen jetzt im Tablepot ab März 2017 mal eine kleine Dead Man's Hand-Kampagne. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, wir sind 6 Leute oder so. Da kann man dann natürlich auch hinterher noch so richtig kann man die Bande weiterentwickeln. Da ist hinten dann so ein Bandenbogen im Buch. Ja. Und da kann man dann seine Charaktere eintragen und dann bekommen die Verwundungen und werden besser und kriegen neue Ausrüstung und so weiter. Und kann man eine richtig schöne kleine Kampagne spielen. Schön, schön. Klingt auf jeden Fall mit den Akten und so weiter sehr cineastisch. Auf jeden Fall. Ich habe da auch schon Bock drauf, das mal ein bisschen öfter zu spielen. Schön, ich denke mal. Genau. Und ich glaube auch, wenn wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen hier das Layout angeguckt haben und so weiter, dass wir demnächst eventuell mal einen kleinen Spielbericht zu Dead Man's Hand machen. Jetzt gibt es noch ein paar Bilder zum Buch. Wir sehen uns im nächsten Video. Was das wird, ist noch nicht klar. Auf jeden Fall. Mit weniger Schnaps. Wir sehen uns. Mit weniger Scherben. Ciao. Howdy. Ableiten. Macht's gut. Ableiten. Abkommentieren. Fragen stellen. Und. Dead Man's Hand spielen. Dead Man's Hand spielen. Ich freue mich. Ich auch. Und raus. Eins, zwei, drei, los! Wie starte ich denn jetzt, wenn ich sowas mache? Howdy, Partner! Mit der Titelmusik. Nee, Partners. Howdy, Cowboys! Und willkommen zu unserem allerersten... Fabian, haben wir schon mal ein Review gemacht? Nee. Zu unserem allerersten Buch-Review.
Und zwar geht es um das Regelbuch von Dead Man's Hand.